Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dune 2000. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal, haben wir ja hier die Atreides-Kampagne beendet und ja, haben den Imperator platt gemacht. Das ist auch der Imperator gewesen, da habe ich jetzt die Info nochmal bekommen von euch. Vielen Dank. Und ja, würde ich sagen, mache ich jetzt direkt weiter mit den Ordos-Freunden. Ach, da freue ich mich schon drauf, weil die haben ja diese netten, netten kleinen Einheiten. Wir wissen nur wenig über die Ordos. Man sagt, ihr unermesslicher Reichtum stamme daher, dass sie verbotene ixianische Technologie auf ihren eisbedeckten Heimatplaneten schmuggeln. Ihr Reichtum hat sie paranoid gemacht, aber auch mächtig. Sie sind Meister der Sabotage und hinterhältiger Tricks. Das mit den hinterhältigen Tricks, das kann ich bestätigen, Freunde. Das ist. Das hat mich so genervt in der vorletzten Mission. So, wollen Sie die Ordos spielen? Jawohl. Alles klar. Das ist jetzt schade. Also, eigentlich sagt er jetzt hier was, der Sprecher. Aber das ist schon mal ein Zeichen darauf, dass ich nachher wieder keinen Sound haben werde. Also werde ich da nachher nochmal kurz gucken müssen. Aber zum ersten Mal, ja, hier sehen wir jetzt hier, wir spielen die Ordos mit dem Schlangensymbol. Und ja, hier gehen die Atreides rein, hier kommen die Harkonnen rein. Das ist eigentlich die gleiche Karte wie bei den Atreides am Anfang auch. Und ich würde sagen, nehmen wir mal diesen Punkt hier. Es besteht eine 44,9%ige Wahrscheinlichkeit, dass ihr ein Harkonnen-Terrorist seid. Und eine 32%ige Chance, dass ihr ein Spion der Atreides seid. Wir finden diese Chancen akzeptabel. Mein Name ist Edric O., Mentat des Hauses Ordos. Sprechen wir kurz über euren Auftrag. Sammelt das Spice. So lautet der Auftrag. Meidet die Harkonnen, meidet die Würmer. So lautet unser Ratschlag. Aber was für ein windiger, verrückter Typ, ey, jetzt mal ehrlich. Bei dem kriegt man ja schon fast Angst, wenn man dem zuhört. Ja, sehr berechnend, die Ordos haben wir da eben wieder gesehen. So, ja. Erste Mission, klar. Wie bei den Atreides auch. Ich mache jetzt einfach mal nicht die Einführung, weil ich glaube, ihr habt die ersten Parts mit den Atreides schon gesehen. Also wir sollen wieder 2500 Spice abernten. Haben dazu natürlich die Sammler, die Betonmauern, den Bauhof, die Windfalle, die Raffinerie. Die sieht jetzt anders aus, schaut mal. Die sieht jetzt ein bisschen spacebasiger aus. Und das Erdsilo natürlich, klar. Ich würde sagen, ich gehe direkt mal rein hier in die Mission. Speichere das erstmal ab unter Mission 1. So. Und da ich jetzt keinen Sound habe, Freunde, würde ich mal sagen, mache ich jetzt erstmal einen Soundcheck. Also bis gleich. So, Freunde, ja, da bin ich wieder. ja. Wie gesagt, da habe ich auch diese Soundprobleme hier bei den Ordos. Das ist ein bisschen merkwürdig. Gut, erste Mission wieder, Freunde. Mit den Ordos, ihr hört, die Funkgeräte hören sich ein bisschen anders an hier. Ein bisschen freakiger hier mit den Ordos. Und ja, macht die erstmal platt da. Genau, das sind Harkonnen-Truppen, wie auch bei den Atreides damals auch. Ein Unterschied ist halt noch bei den Ordos, ne? Also, ich baue natürlich hier erstmal meine Basis auf, ne, klar. Die Raider statt Trikes. Die sind viel schneller. Schaut euch mal an, wie schnell die sind. Ja. So, da kommt ein Mannequin gleich. So. Gut, dann haben wir erstmal hier die Windfall. Und was der Typ da sagt, habe ich bis heute nicht verstanden. Neue Drogenoptionen oder was? Ich habe keine Ahnung, was der Typ da von mir will. So. Ja. Willkommen zurück bei Dune 2000, bei den Ordos mittlerweile. Ich habe in der Zwischenzeit auch noch was verändert, weil hat mich schon genervt, dass immer nach einer gewissen Zeit angefangen hat, so zu laggen, das Spiel.
Und da hatte ich keine Lust mehr drauf und deswegen nehme ich jetzt mit dem OBS-Tool auf. Also das ist eigentlich ein Streaming-Tool. Oh, das sieht krass aus hier. Sandwurm-Action, ja. Und ja, das hat mir der gute Dragon Gaming hat das mir empfohlen. Das finde ich sehr gut. Ja. Vielen Dank für den Tipp. Damit kann man auch streamen und ja, wir kriegen Verstärkung, das ist ganz gut. Und ja, jetzt nehme ich halt damit auf und hoffe, dass diese Lags mal aufhören, ne? So, da kriege ich ein paar Manneken, aber die brauche ich eigentlich nicht, weil hier ist nur noch einer von denen. Mach den direkt mal kaputt. So. Und zack, zack, zack. So, Freunde. Ah, da kommt schon der nächste. So, Sekunde. Und dann die Raffinerie direkt aufbauen. Wie gesagt, die sieht hier ein bisschen anders aus. Gut. Ja, da werde ich noch ein Silo bauen. Das eine Silo, was noch fehlt hier. So, genau. Aha, hört mal. Hier gibt es auch wieder eine andere Musik, merke ich gerade. Glaube ich zumindest. Dass es diese Musik bei den Atreides nicht gab. Nein. So, Freunde, aber ich muss noch einmal ganz kurz einen Aufnahmecheck machen. Es tut mir leid, aber neues Tool, neue Regeln, so ungefähr. Ich speichere das erstmal ab unter Mission 1 nochmal und sag dann mal bis gleich. So, Freunde, ja, da bin ich wieder. So, jetzt sollte das passen soweit, ja. Nee, ich muss einfach Spielgeschwindigkeit hoch. Nee, ich muss einfach, da jetzt ein neues Tool ist, wieder immer wieder nachgucken, ob der Lore aufnimmt und so. Aber das passt soweit, also ja, versuch das mal. So. Da oben ist der Wurm. Wie gesagt, der Krox sitzt hier oben in der Ecke rum. Der kann uns nicht angreifen, so. So, und ja, wie gesagt, erste Mission. Die Geschichte beginnt von Neuem. Wie gesagt, ich könnte jetzt hier den Bau verkaufen, dann hätte ich auch schon die Kohle, aber nö, Freunde, das ist nicht so mein Fall. Ich mache die Mission lieber, so wie das Spiel es haben will, aber ich mache halt die Spielgeschwindigkeit ein bisschen hoch, ne? Das ist die beste Möglichkeit, um das ein bisschen zu beschleunigen. Ah, nee, okay, die Mucke hatten wir auch bei Atreides, okay. Nee, es sind nicht verschiedene Mucken. Dachte ich nur so. Okay. Ah, schaut mal hier, hier ist so ein Carrier Transporter abgestürzt. Sehr interessant. So, da ist ein... Was ist? Ach so, Spice. Da ist der Wurm, okay. Der kann ruhig da rumkroxen. Ist kein Problem. Und, ja, wie gesagt, die Ordos, Freunde. Spielen sich wieder ganz anders als die Atreides. Ihr hört die Geräusche. Ja, die sind ein bisschen verrückt, sage ich einfach mal so. Und ja, Mission 1 erstmal gespeichert. Sehr schön. Alles klar, das wäre es dann auch schon mit der ersten Mission gewesen. Also wir müssen ja wirklich nur 2500 Credits einsammeln. Und zack. Einsatz abgeschlossen. Sehr schön. Oh, und hier ist wieder sehr laut. Das habe ich leider nicht in den Griff bekommen, dass das hier so laut ist. Aber ja, wir fangen wieder als Sandfloh an. Und dann würde ich mal sagen, klicke ich direkt auf weiter. Konnte unbehelligt vorrücken. Die Atreides haben sich zu weit verteilt. Die Harkonnen kamen näher. Ah, auch hier diese crazy Stimme, sage ich einfach mal. Oh, jetzt geht's hier gegen die Harkonnen, Freunde. Ich würde sagen, ich mache direkt weiter. Normalerweise mache ich ja nur eine Mission pro Aufnahme, aber die erste Mission, die kann man ja nicht wirklich dazu zählen. Würde ich mal sagen, gehe ich mal direkt auf Konfrontationskurs hier, ne? Also los. Ihr habt dem Haus Ordos eine Einheit an Spice eingebracht. Daher seid ihr uns eine Spice-Einheit wert. Sprechen wir kurz über euren Auftrag. Es gibt ja einen kleinen Harkonnen-Stützpunkt im imperialen Becken. Zerstört ihn. So lautet euer Auftrag. Die beste und kostengünstigste Angriffstaktik wäre die Produktion von Trikes. So lautet unser Ratschlag.
bringt die Spice-Produktion wieder in Schwung oder ihr lebt den Rest eures Lebens im Schmerzverstärker. So lautet unsere Drohung. Alter Schwede. Halleluja, der Typ ist echt nicht ohne, ja. Schon ein bisschen angsteinflößend. Sehr cool gemacht. So. Die Hakon drum, bla bla bla. Im imperialen Becken sind geschwächt. Ja, ja. Also wir sollen Hakon platt machen. Okay, was kriegen wir denn hier? Wir kriegen die leichten Infanterien. Kriegen wir die Raider. Der hat eben Trikes gesagt, aber der meint, glaube ich, die Raider, ne? Seht ihr das? Der Trike, der hat irgendwie 62 km/h war sehr schnell und der hier 84. Das heißt, wir können die Kartenstelle erkunden. So, neue Kaserne, Freunde, in Form einer Schlange, wie ich das auch am Anfang der Atreides schon gesagt habe. Sehr cool. Leichte Waffenfabrik, sieht auch leicht anders aus, finde ich. Und ja, Außenposten auch. Und ja, das wäre es eigentlich schon gewesen, würde ich sagen. Starten wir mal, aber ich habe schon wieder keine Sounds. Verdammt, was ist denn das? So, Mission 2, gut, da muss ich leider nochmal schneiden. Also bis gleich. So, Freunde, ja, da bin ich wieder. ja. Wie gesagt, keine Ahnung. Falls ihr im Hintergrund irgendeine Musik oder so hört, kann ich euch sagen, das ist meine Frau, die guckt drüben Animes. Wie sie es ziemlich immer macht, wenn ich aufnehme. Gut, Freunde, dann geht's mal weiter hier mit den Orders direkt. Und wie gesagt, die Raider richtig schön schnell. Können kaum eingeholt werden von anderen Einheiten. Nö, können sie nicht. Das ist die schnellste Einheit des Spiels. Und ja, finde ich sehr gut, dass wir die jetzt zur Verfügung haben, weil wie ihr seht, hier kann man schön schnell die Karte erkunden. Konstruktion bereit. So, machen wir direkt mal ein Kraftwerk. Ja, diese neue Drogenoption. Keine Ahnung, was die meinen. Ah, da seht ihr, da könnt ihr das jetzt mal gucken. Da sind jetzt ein paar... Oh, hier unten ist schon die Basis. Okay. So, also der Raider ist kaputt, genauso schnell wie die Trikes im ganzen Zustand. Schaut euch das an. Die kriegen den überhaupt nicht. Ja, dann macht den kaputt, komm. So, okay. Seht ihr das? Also die Raider, die sind wirklich extrem schnell, Freunde. Finde ich sehr gut. So, dann haben wir jetzt hier die neue Kaserne. Geht direkt hier wieder voll los. Und ja. Wie gesagt, freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe ja auch mit der Auflösung ein bisschen rumgespielt. Das heißt, das Spiel ist jetzt noch ein bisschen hochauflösender. Denke ich mal. Aber ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade vergessen, welche Aufnahme ich im Let's Play hatte. Aber sollte ein bisschen geringer gewesen sein, weil man jetzt hier mehr auswählen kann. Schon unterwegs, genau. Diese Stimmen hier, die sind so krass bei den Orders. Geil gemacht auch, ja, dass es da diese drei Häuser gibt, finde ich sehr cool. So, da fahre ich mal lieber nicht rein. Erkunde einfach den Rest der Karte, da oben fahre ich gleich hin. Aber finde ich mega nice, dass wir jetzt hier so einen Aufklärer haben, der wirklich auch als Aufklärer taugt. Nicht so wie die Trikes, die sich immer von diesen Raketentürmen abballern lassen. Das hat mich so genervt bei den Atreides. Wir sind bereit, genau. Ja. Aha. Das seid ihr wirklich. So, haben wir hier eine Raffinerie. Neue Drogenoption. Keine Ahnung, was der sagt. Wenn ihr wisst, was der sagt, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich habe nämlich keine Ahnung. So. Dann fahren wir weiter da hoch. Ich baue jetzt erstmal eine Kaserne. Auch wenn ich die nicht nutzen werde, aber ich werde einfach bauen. Einfach mal so. Und ja, wie geht's euch, Freunde? Mir geht's sehr gut an diesem Samstagabend. Hab's mir wieder schön gemütlich gemacht mit einer Flasche Apollinaris Lemon. Wie fast immer. Und daraus werde ich jetzt gleich erstmal einen Schluck trinken. Also bis gleich. Alles klar, Freunde, da kommt ein Wurm. Der macht aber nichts bei meinem Sammler. Nee, nee. Nö, also Mannequin
Ah, ich glaube aber, dass die Raider ein bisschen schwächer sind hier als die Trikes. Hä? Oh, scheiße. Schieß da mal drauf. Das muss nicht sein. Ich mach's immer mit... Ich mach's halt immer fatzengenau mit den Betonplatten. Ne? So, also wir sollen einfach nur das hier unten platt machen. Der Typ kriegt Verstärkung. Direkt vor meiner Basis. Ernsthaft. Ach, wir haben einen Radar. Okay. Ja, dann macht die direkt platt. Ja, die sind schwächer, die Raider. Die sind schwächer. Ja, ja, das ist der Trick dabei. Die sind schwächer, aber die sind schneller. So sieht das nämlich aus. So, 137. Nö, das wird leider nicht reichen für die Radarzentrale. Aber ich werde sie trotzdem bauen. Das heißt, ich baue noch ein Kraftwerk. Oh, ist jetzt schon ausgefallen. Oh, blöd. Ja, neue Drogenoption. Oh, schaut mal. Hier haben wir jetzt den Raider. Der ist billiger als der... Oder? Der Trike? Achso, nee, der Trike war billiger. Stimmt, sorry. Der Trike war billiger. Allerdings ist der halt schneller, aber dafür ein bisschen schwächer, glaube ich. Ich könnte mich auch irren. Wie gesagt, wenn ich mich irre, schreib's mal in die Kommentare rein. Bau einfach mal einen Raider. Oh, was macht er denn jetzt hier? Ja, schafft er trotzdem nicht. Nee, 4 Minigun habe ich noch. Zack, weg damit. Versucht er schon aufzumucken hier in der zweiten Mission. Naja. Oh Mann. Ah, kriegen wir wieder Verstärkungstruppen. Das ist sehr aufmerksam von euch, Orders. Auch wenn ihr mir nicht so traut. Na, das haben wir ja eben schon mitgekriegt. Der Typ, der ja ziemlich kalt und herzlos kannte mir vor. So, Einheit bereit. Ja, so, dann fahren wir rein da. Gut, haben wir hier. Ah ja, wieder diese mysteriöse Musik. Also. Oh, der hat hier einiges an Mannequin. Dann fahren wir weiter. Und das war's. Egal, ich sehe alles. Ich sehe schon alles. Alles klar. Ja, auch mit der neuen Auflösung, die ist jetzt noch, wie gesagt, ein bisschen besser. Kann da nicht viel schief gehen. Also, wie gesagt, also die Mission ist wirklich super einfach auch. So, dann stehen wir die beiden Mannequin darunter und den Raider. Da ist wieder ein Wurm da oben. Okay. Ja, ist ja gut. Mann, nicht so ein Stress. So. Einheit bereit. Die Stimme ist so geil hier. Ach, ich mag's einfach. Jetzt bin ich mal der Hinterhältige hier. Jetzt nehme ich mal die ganze Zeit die Saboteure und klaue ich euren Bauhof später. Ja. Einheit bereit. So, dann schick mal den. Oh, keine Kohle mehr. Na gut. So, dann probier einfach mal. Ah, oh, was macht der denn? Ist der blöd? Naja, egal. Nee, lass es einfach. Ich will wissen, ob der eine Raffinerie hat, aber hat der, glaube ich, keine, ne? So, dann Radar. Das passt ziemlich genau. So, okay, da ist der Wurm direkt. Da würde ich mal sagen, speichere ich die Mission erstmal ab und mach mal die Spielgeschwindigkeit ein bisschen hoch. Weil, ja, das dauert sonst zu lange. So, ist der Wurm? Da unten, okay. Einheit bereit, genau. So. Dann sammel nicht wieder in der Ecke da. Da kommt doch jetzt ein Würmchen, Mensch. So, dann. Da kommen wieder ein paar Mannequin. Na gut, dafür habe ich meine Verteidigung gestehlen. So, passt schon. Ah, die schießen auf den Wurm. Bringt euch aber relativ wenig, weil der Wurm ja unzerstörbar ist hier. Ja, ist gut. Einheit bereit. Hört sich so witzig an. So. Ja, wie gesagt, immer schön weiter hier die Raider in dem Fall bauen. Ja, ja, zu wenig Geld, ich weiß. Ich baue doch ohne Ende, deswegen habe ich auch keine Kohle mehr. Ja, wie gesagt, schöner Samstagabend. Nichts anderes zu tun, als jetzt hier mal wieder Dune aufzunehmen. Ich habe ja schon mit Tenchu angefangen.
Um mal ein bisschen Werbung für mein anderes Display zu machen. Könnt ihr auch mal reinschauen, wenn ihr Lust habt. Das ist ein sehr gutes Spiel. So, dann bleib du mal da, bis der Wurm hier abhaut. So, das reicht mir genau für 2 Raider in der Ladung. Okay. Kein Geld mehr. Ja, komm. Sammel schneller. Oh, um Himmels Willen. So. Da kommen 4 Miniken, okay. Da muss ich jetzt helfen. Mit meinen Dings. So. Um Gottes Willen. Okay, gut. Dann kann der Kaputte ja nochmal versuchen, da reinzufahren. So. Ich bezweifle, dass er es schafft, aber... Ah, bisschen. Bisschen, okay. Ja. Alles klar. Der Wurm ist da oben, okay. Was ich kontrolliere, ist den Sammler. So. Sammel schneller, verdammt. Ich brauche nur ein paar Trikes hier. Weil er baut endlos Mannequin, wie ihr seht. Frage ich mich aber, wo die Kohle herkommt, ne? Ah! Haha! Der Wurm hat einen Trike von dem gefressen. Das ist einmal geil. Na, endlich. Nein. Du fährst bitte... macht der? Ah, okay, der fährt nach rechts ein. Alles klar. Ja, kannst du vergessen, Wurm. So, ich brauche mehr Geld. Schneller, bitte. Oh, jetzt kommt er wieder mit 1000 Mannequin an. Ernsthaft? Ja, dann macht ihn mal kaputt. Ja, passt schon so. Schaut euch das an. Moment, da kann ich eigentlich auch schon losgehen, ne? Theoretisch, ja, geht mal dahin. Bisschen in Highspeed jetzt mal hier. Aber das passt schon so, weil es ist noch die zweite Mission. Ja, locker. Schaut euch das an. Easy. Gut, dann würde ich mal sagen, Spieleinstellung. Und speichern das Ganze unter Mission 2. Spiel gespeichert. So, dann geht mal dahin und mach mal den Trike da platt. Ah, Moment, ihr seid Team 1, ne? So, genau, dann macht ihn mal kaputt hier. Schieß mal da drauf. Alles klar. Zack, 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 zack. Und putz, weg damit. So, dann kann er nichts mehr machen schon. Keine Mannequin mehr bauen, ne? So, er geht. Nehmt mal ein bisschen Abstand und mach mal die Energie platt hier. So. Nö, das war's. Die beiden können noch mit runterkommen hier. Damit es noch ein bisschen schneller geht. Und, ja, das war's. Ja, wie gesagt, also sehr schön, dass das funktioniert jetzt hier mit dem neuen Tool. Weil ich hoffe, dass da die Lags aufhören. Also das hat ja immer ab und zu mal ein bisschen geruckelt, auch mit meinem alten Tool. Mit dem Loilo. Keine Ahnung warum. Aber ich hoffe jetzt, ja, wie gesagt, ist es vorbei mit dem Laggen und ja. Werde den Loilo nur noch bei Tenshu benutzen. Ach nee, noch nicht mal. Tenshu läuft ja auch mit Fraps. So, dann brauche ich den Loilo eigentlich gar nicht mehr. Spiel gespannt. So. Was soll es gewesen sein? Jawohl, das war's. Sehr gut, Freunde. Das haben wir doch auch relativ souverän gemeistert. Und ja, wir haben den Gegner wieder ordentlich abgezogen. Und wir sind jetzt Sandkrieger. Sehr schön. Alle Angriffe richteten sich gegen die Harkonnen. Richtig. Wir kämpfen vorerst gegen die Harkonnen, die sich hier ausbreiten, und die Atreides breiten sich auf der linken Seite aus, so wie wir das damals auch gemacht haben. Allerdings, Freunde, würde ich sagen, mache ich jetzt erstmal hier für diesen Part erstmal Schluss. Es ist ja der erste mit den Ordos. Ja. Und bedanke mich mal dafür, dass ihr zugeschaut habt. Und wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, lasst doch mal ein Like oder Abo da. Oder einen kleinen Kommentar, würde mich sehr freuen. Und ja, würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.